Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen, in meiner Sprechstunde begrüße ich Sie heute mit einem Thema, was Jugendliche betrifft und zwar relativ häufig, das ist der Grund, warum ich darüber spreche und zwar über den Morbus Schlatter oder wie man ihn auch nennt, den Morbus Osgood-Schlatter. Das ist eine Erkrankung, die im jugendlichen Alter deshalb vorkommt, weil offensichtlich das Wachstum und aber auch die mehr oder weniger sportliche Betätigung praktisch zusammentreffen. Und beides vertragen bestimmte Menschentypen einfach nicht. Und so kommt es dann bei diesen Jugendlichen zum Morbus Schlatter. Das ist eine Erkrankung des Ansatzes der Kniescheibensehne am Schienbein. Ich habe hier bei meinem Knie mit Kugelschreiber genau die betreffende Region angezeichnet. Diese Stelle tut den betroffenen Jugendlichen weh. Sie ist meistens etwas geschwollen und etwas gerötet. Sie ist so eindeutig und im Prinzip leicht zu erkennen, dass es Ihnen ab jetzt leicht fallen würde, eine solche Erkrankung zu erkennen. Die Symptomatik ist eindrucksvoll. Der Jugendliche, meistens sind es Jungen, die betroffen sind, aber auch bei Mädchen kommt diese Erkrankung vor. Sie haben plötzlich Schmerzen an genau dieser Stelle. Und zwar immer dann, wenn das Knie gestreckt wird. Zum Beispiel beim Treppenlaufen, vor allem beim Hüpfen, beim Springen. Sie haben einfach Schmerzen. Sie kommen zu mir und möchten wissen, was das ist. Es ist für mich ein leichtes, diese Erkrankung festzustellen und im Prinzip ist die Behandlung dieser Erkrankung ganz leicht. Der Körper ist offensichtlich überfordert an dieser Stelle mit dem, was der Jugendliche mit seinem Körper tun will. Es ist die Folge einer übermäßigen Belastung in diesem Bereich. Deshalb sind meistens junge Menschen betroffen, die sich im Wachstum befinden und sich sportlich entsprechend engagieren. Leider, denke ich mir immer, weil es immer seltener vorkommt, dass Jugendliche sich sportlich betätigen und oft genug kommt es leider bei denen, die es dann tun, genau zu dieser Erkrankung. Der Schmerz signalisiert dem Menschen, lass das sein, das ist zu viel und das muss ich dem Patienten entsprechend auch mitteilen. Ich verschreibe zunächst eine Sportbefreiung, für mindestens 2 Wochen. Meistens allerdings geht das deutlich länger, bis eine normale Belastbarkeit wieder eintritt. Die Behandlung ist also nichts anderes als eine Schonung dieses Bereichs. Das bedeutet, im Idealfall genügt es zu sagen, lass den Sport sein, bewege dich nur mäßig, ruhig, springe nicht auf der Treppe, mach alles, solange diese Stelle nicht wehtut. Man nennt das das sogenannte schmerzfreie Intervall. Solange also etwas nicht wehtut, ist alles, was man tut, okay und in Ordnung. Ich erlebe die Situation, dass das nicht reicht, dass die Entzündung trotzdem besteht und dass es deshalb notwendig sein kann, eine Schiene anzulegen. Sogar mit Gehstützen kann es sein, dass man sich eine Zeit lang bewegen muss, um das Kniegelenk, diesen Bereich, wirklich konsequent und weitgehend zu 100% zu schonen. Ich spreche von einer Entzündung, meine aber nicht, dass diese Entzündung durch Bakterien oder Viren oder ähnliche Erreger ausgelöst wird, sondern das ist eine Reaktion, die entzündlich ist, aber ausgelöst wird durch eine übermäßige Belastung. Der Begriff Entzündung wird also zweideutig benutzt. In der Medizin. Deshalb lassen Sie sich da bitte nicht täuschen. Deshalb hat es auch keinen Sinn, irgendwelche antiinfektiösen Medikamente zu nehmen. Man kann einen Gel drauf tun, einen Sportgel, wenn die Schmerzen entsprechend sind. Man kann mit Eis kühlen, aber immer einen Stoff zwischen Haut und Eisbeutel legen. Man kann Schmerzmittel nehmen, klar, aber bitte nur dann, wenn trotz Ruhigstellung die Schmerzen so stark sind, dass man zum Beispiel nicht schlafen kann. Wie lange geht diese Erkrankung? Sie ist eine chronische Erkrankung in der Regel. Das bedeutet, sie zieht sich über viele Monate, manchmal Jahre,
Gott sei Dank aber endet sie dann, wenn die Pubertät weitgehend abgeschlossen ist, wenn das Wachstum abgeschlossen ist. Aber wenn man Pech hat, kann sie mit 12 Jahren beginnen und mit 17 Jahren erst aufhören. Ich gebe zu, für einen Sportler ist das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn er von mir gesagt bekommt, dass er für mehrere Wochen seinen Sport in der gewohnten Weise nicht ausüben kann. Aber wenn der Sportler meint, er müsste meine Ratschläge nicht beachten, merkt er selbst, dass die Schmerzen eben nicht weggehen, sondern schlimmer werden. Es bleibt in diesem Fall tatsächlich nichts anderes, als abzuwarten, bis sich der Körper wieder erholt. Aber die Prognose für das Leben ist dennoch gut. Das heißt, im Erwachsenenalter kommt dieser Morbus Schlatter praktisch nicht mehr vor. Das wenigstens als Trost. Impetigo contagiosa. Das ist eine hoch ansteckende Erkrankung. Dieser Begriff contagiosa heißt kontagiös, heißt sehr ansteckend. Und diese Erreger dieser Erkrankung sind eigentlich immer und überall da. Der Scharlach oder die Angina, was die beiden Begriffe miteinander zu tun haben, das werden Sie gleich verstehen. Der typische Fall, mir wird ein Kind vorgestellt, im Kindergarten oder in der Schule ist Scharlach und dieses Kind klagt über Halsschmerzen. Es geht um das Thema Verstopfung oder, wie man in unserem Medizinerlatein sagt, Obstipation. Dieses Thema ist ein wichtiges Thema. Es kommt in der Sprechstunde häufig vor und ich erlebe die Hilflosigkeit, aber auch die Unwissenheit vieler Eltern. Dieses Thema wird unterschätzt. Sie werden nach dem Hören dieses Videos verstehen, was dahinter steckt.